Was geht ab, Uncharted-Fans? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, Kapitel 10, die 10 Türme. Stand es doch? Ich glaube, die 12. Die 2 Türme. Die 12 Türme. Ich war gerade beschäftigt mit Sprechen. Ich hab's nicht gelesen, ey. Ja, fängt ja schon mal gut an. Alles klar. Oh. So, wir sind hier mitten im Afrika, wie das aussieht. Sieht schön aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Könnte ich auch lang fahren. Ehrlich? Ja. Hm. Okay. Ich sehe da vorne Ruinen. Ruinen. Meinst du, da findet sich was Gutes? Probier's aus. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Ganz genau, ich sehe mich mal um. Okay. Huch. Ah. Ach, dieses Kletteröffchen. Das ist schlimm. Aha. Auf der anderen Seite liegt wohl ein Schatz. Ein Schatz? Oha. Dann hol ihn dir. Fein. Oh. Gut gemacht, Nathan. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wollen natürlich auch nicht nachgucken. Viel zu sehen hier. Wollen wir nicht nachgucken? Jetzt will ich nicht mehr nachgucken. Jetzt hätte ich nachgeguckt. Gut. Dann willst du eben nicht. Nee. Oh mein Stolz. Kommt, fahren wir weiter. Bei null ist erloschen. Kennst du den Weg? Irgendwie nicht. Du? Nee. Ich erkunde einfach mal. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Brücke? Hast du eine Brücke gesehen, Schätzchen? Wir sind gerade unter der Brücke durchgefahren. Ach so. Hä? Ach so. Ah! Mach den Motor nach. Oh Junge, das sieht wirklich scheiße aus hier. Okay. Wir schaffen das! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Gerade so geschafft. Alter. Oh Mann, ups. Ja. Auf nach oben. Auf nach oben. Hopp, 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 hopp. Ja und? Uiuiuiuiui. Oh. Oh. Ah ja. Oh ja. Perfekt. Wenn man auf die kleinen Steinchen fährt, dann hat man ein bisschen Halt. Ja. Bedeutet, ich bin eine gute Fahrerin. Mich kann man auch zur Fahrerin auf jeden Fall mitnehmen und engagieren. Ja. Ja. So ist es. Und nicht anders. Okay. Reifenspuren. Huh, Äffchen! Okay, okay. Oh. Hinweis. Hey Victor, worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist richtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist.
Da haut sie die Zähne raus, Alter. Ich glaube, der Weg sieht ja richtig aus. Ich würde es probieren. Da geradeaus weiter und dann nach rechts. Also darüber. Never, ernsthaft. Und dann nach links. Und dann nach rechts, danach. Nee. Okay. Bist du nur nach rechts, ey? Ja, dann nicht. Boah. Hä, mir kommt es irgendwie vor, als würden wir gerade zurückfahren. Machst du auch. Fahren Sie den steilen Felsen hinauf. Also doch. Du hast mich gerade gelotst. Oh, warte, warte, warte. Da lang. So. Ups. Okay. Alles klar. Hey, haltet euch fest. Alter. Oh. Da wäre ich nicht drauf gekommen, da lang zu fahren, ey. Ich hätte schon dreimal gekotzt, ey. Bei dem Weg. Und bei dem Gewackel. Oder? Naja, wahrscheinlich. Mann! Ich will da nicht runterfallen. Oh oh. Ich glaube, jetzt bist du im Arsch. Come on! Aber warum hänge ich denn da jetzt so fest? Und tschüss. Ich mach nochmal. Tut mir leid, Jungs. Aber wenn's beim ersten Mal nicht klappt, ist jemand anderen am Steuer. Oh oh. Mann. Läuft? Welcher Idiot hat sich den Weg ausgedacht? So complicated. Was denn? Dann bleibst du auch noch in so einem scheiß Busch hängen. Mann. Mit aller Gewalt, gell? Ich muss da durch. Na ja, klar. Nur so und nicht anders. So, ganz langsam jetzt. Ja. Alter, Vater. Süß. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Alter Schwede, was ein Fake, ey. Aha, okay, warte mal. Ich komme mit. Große Pläne für diese Linie. Aha. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja. Wer, der Bo? Aus Averys Zeit. Aha. So, benutze den Baum. Mhm. Hui. Spaß gemacht. Ja. Steiler als es aussieht. Schabas gemacht. Probieren wir. Langsam. Siehst du, Sally? Binde. Total nützlich. Iha. Lügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. So, habe ich hier noch was übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Weiter geht's. Über Stock und Stein und so und Matsch und alles andere. Den Anblick, Gentlemen. Machen wir. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen.
wieder nebig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Ja, dauert trotzdem ziemlich lange. Okay. Die Frage ist... Wo ist der Weg? Oh! Ah. Stopp, stopp! Alter! Vielleicht geht die Party ab. Die mucken wieder auf. Mhm. Muss ich einige Dinge wieder. Militärtypen, die rumschnüffeln. Klären. Yep. So eine Scheiße. Wir haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay. Tu einfach, was ich tue. Und was tust du? Aussteigen. Ah. Pistole hast du auch schon in der Hand. Ehrlich? Ja. Schick. Lalalala. Jo, ey. Okay. Okay. Die Sache ist, mache ich das hier leise oder mache ich es laut? Beides. Beides. Ach. Wie du willst. Okay. Bitteschön. So, doch schön. Schön. Schnell weg hier, Babe. Schnell weg. Nachladen. Oh. Jawohl. Oh. Ziele fast auszuweichen, so gut weiß. Den sehe ich von hier nicht so gut. Standortwechsel. Alles klar. Ah ja, da bist du ja, Babe. Oh. Und tschüss. Mir gefällt die Waffe nicht, muss ich sagen. Ah, dann such dir halt eine andere. Oh, Scheiße! Granate. Ernst? Ja. Nö, Mutti. Klar, du hast fast abgeballert worden mit der Granate. Quark mit Soße. Das macht Mut. Boah. Welche Danke. Bams! Oh, der lebt noch. Arsch auf Eimer! Mann! Oh, AK-47. Ja, die hätte ich gerne. Wer war denn da jetzt eben gerade? Hast du gesehen? Nee. Sully oder Sam?
Ich hoffe, jetzt hat der Sam für dich schon erledigt. Ich glaube, das war's. Verdammt. Puh. Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Ist voll. Ja, die mag ich jetzt nicht haben. Irgendwie so. Ah ja, danke. Also das ist wohl der richtige Weg, da hochzuklettern, ne? Ich bin jetzt einfach mal von ausgegangen. Da links vielleicht an den Balken und dann rüberspringen irgendwie. Hier, der vor dir. Ja. Hui. Alter, Verwalle. Hä? Nur mich auf verarschen. Oder? Naja. Oh, hallo. Mr. Sniper. Hab ich alle gemacht. Okay. Nope. Ja, sehr schön. Was geht da oben? Schicki gemacht. Ah. Brücke. Ich schätze allein, ich drücke doch L3. Ah, jo. Brücke scheint zurück zum Weg zu führen. Geronimo? Ja, klar, Geronimo. Geronimo. Pam, pam, pam. Aha. Brauche ich jetzt nicht mehr, aber... Wer weiß. Okay, dann holen wir das Auto, hä? Huh? Und darüber. Where's my car? Zeigst du mir mein Auto? Was ist denn hier los? Das dürfte Rafe nicht gerade freuen. Ich glaube, Rafe hat da nicht viel zu melden. Wo ist denn die Karre? Ich hab sie doch hier hinten geparkt. Da, guck. Ah. Ja. Alle an Bord. Sieht so aus. Gut. Gesundheit. Danke. Links. Was? Das ist falsch. Dieses links meinst du? Ja, dieses links. Das hier. Jo. Das links. Jo. Ja. Okay. Jo. Ey, jo. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Aber ehrlich mal. Indem wir das Seil da drum machen. Jo. Und die Brücke einfach runterziehen. Ah. Jo. Hallo. Einsteigen, nicht drüber springen. Ah, es funktioniert. Okay. La la di da du 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 du. Ups. Was singst du da so? Weiß nicht. Komm schon. Yes. Opa. Geht doch. Ja. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Hoch lebe die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Hoch soll sie leben. Dreimal. Hoch. Hoch. Und hoch da. Haha. Ui. Eieiei. Sally, wie gut
kennst du Nadine eigentlich? Wie gut kennst du sie? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupacken. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Der Typ soll gerade erst sein Geld sehen. Also ist Ray verantwortlich. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, ist wohl recht. Ich finde, wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Denke ich auch. Wie hast du die Zeit im Knast verdreht? Und machen hier einen kleinen Break. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei sein, wenn es hier abgeht und ich einige Dinge klären muss. ja. Na dann. Hauen wir rein und sagen bis zum nächsten Mal. Und tschüss.